Herzlich willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe Online. Alter, das schaut aus. Wir schweben zwischen zwei Bänken, oder nein, die Bank zwischen uns. Hast du es auch von der Seite so? Ja, das schaut echt toll aus, wie du da sitzt, also. Und jetzt springe ich auf. Mosami, ich spiele Gitarre vor du. So. Im Sitzen. Boah. Okay, passt. In diesem Part wollten wir die Berufe lernen. Also da kann man halt Waffen bauen oder Rüstung machen und kochen und sowas. Und dann würde ich sagen, begehen wir uns nochmal zu dem Ort des Geschehens. Wo ist das? Da oben auf dem Hügel. Da hinten. Ach so. Ja. Ah, ein Hobbit-Geschenk gibt's auch wieder. Öffnen. Und ich bekomme ein bescheidener Haufen Kupfermünzen. Juhu. Ein Haufen Scheiße. Ja, so kann man es auch nennen. Schaut doch so aus. Ja. Ich will nichts sagen. Ja. Okay, dann geht's hier in den Bereich, wo man Handwerken lernen kann. Da gibt's Ofen, Schmiede, Werkbank und so ein Zeug. Dann müssen wir mit der Alten da reden. Und da gibt's dann halt verschiedene Dienste. Mit wem? Kann man Schmied, Schürfer, Schneider, Schneider, Förster, Schürfer, und das kann man sich halt aussuchen. Ich habe gesagt, ich nehme Drechsler, Förster, Bauer, weil dann kann ich einen Wurfsperre und Speere bauen für ihn. Und für mich kann ich Keulen und Musikinstrumente bauen. Als Bade ist es am besten. Was soll ich nehmen? Du nimmst Schneider. Ah ja, genau. Weil er kann halt für uns beide die Rüstung bauen. Mittlere und leichte Rüstung. Für schwere Rüstung braucht man einen Schmied. Ist egal welches. Du brauchst halt Schneider und Förster in einem. Also Berufszweig Entdecker würde ich nehmen. Nicht nur Waldhüter. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Gut, lernen. Jetzt hat sie da Aufträge. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Die nehme ich jetzt einfach mal schnell an und dann. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Weißt du, was bei mir vorher gerade war? Na. Ich wollte mit der sprechen und dann hat sich's aufgehängt. Ja, das ist immer gut. Sofort. So, jetzt haben wir da für die verschiedenen Berufe halt solche Geräte, mit denen man arbeiten kann, kriegt. Und bei der lernen wir jetzt in die Forstwirtschaft Einleitung. Hallo. Und was soll ich nehmen? Ja. Entdecker sollst du nehmen. Ja, und dann? Ja, die Aufträge annehmen und das machen. So, jetzt haben wir so eine Kiste gekriegt, die öffne ich mal. Das sind die Zutaten fürs erste Mal. Halt zu machen drinnen. Normal muss man die halt selber sammeln und abbauen und Tiere töten und sowas. So, Drechslerkunst. Auch eine Kiste öffnen. Ich soll mit irgendwem sprechen, aber. Ja, dann mach. Wo ist der? Keine Ahnung. Hm. So, jetzt sagt der Auftrag. Warte, ich zieh den Beutel mal darüber. Stellt der erhaltene zu mit den erhaltenen Zutaten ein Stück gebürstetes Leder her und dünnes Ebereschenbrett. Gut, dann gehen wir zur Werkbank. Bei der Werkbank kann man eben die Berufe ausführen. Und jetzt unter Förster und Lehrling tun wir einfach mal dünnes Ebereschenbrett. Mhm. Dafür brauchen wir die Förster-Axt. Ich ziehe den Beutel auch mal darüber. So. Und fertigen. Jetzt haben wir da unten noch solche Fertigkeiten bekommen, dass man die Sachen aufspüren kann. Das heißt, wenn ich kann sein, dass ich das noch nie gemacht habe. Ja, kann auch sein. Dann werden auf der Karte oben auf der Minimap solche blaue Punkte anzeigt und dort kann man Sachen abbauen. Dann mache ich einfach nochmal ein leichtes Leder. Aus dem Leder kann man nachher die Rüstung bauen und aus den Eberheschen Bretter die Waffen. So, jetzt müssen wir das zurückbringen. Eine Aussprache mal wieder. Einen Moment. Zu dieser Frau und beenden. Irgendwie geht das nicht. Ich muss einen Rauschstoffumhang machen. Und warum geht das nicht? Ja, du musst zuerst einen Faden kaufen, oder hast du den eh schon? Ich weiß es nicht. Bei wem? Ich weiß es gar nicht. Jetzt muss ich einen Ebereschenbogen herstellen. Ja. Ehrlich gesagt, ich hab keine Ahnung. Echt? Ja. Okay. Hast du mit dir geredet? Sicher. Okay. Ich habe die Kiste auch aufgemacht. Ja, du musst es einfach nur noch herstellen. Hallo. So,
So, beendet. Ja, aber es geht nicht. Das ist das Problem. Hm, warum? Du musst einfach nur oben unter Förster oder so. Und dann das ausführen. Auf Lehrling Förster? Drücken. Förster? Ja, wenn du für Förster tust. Ich dachte Schneider. Ja, das geht auch. Schneider, dann auf Lehrling drücken und dann kannst du es da auswählen. Ja, rauer Stoffumhang, aber das geht irgendwie nicht. Ja, du musst zuerst die Felle machen und so. Du musst zuerst das Leder machen und dann den Stoffumhang. Achso. Ja, genau. Und wo ist jetzt der Largo? Achso, ich muss... Ah, da, beim Ackerland. Beim Ackerland ist der Argo, Largo, so heißt er. Wieder ein bisschen Rotz da. Und mit den leichten Fellen, denen da, kann man dann die Rüstung bauen. Die findet man, wenn man einfach Tiere umtötet, wie Wölfe und halt die Felle haben und sowas. So, Largo. Was? Guten Tag! Weißt du was? Hm? Schneidewerkzeuge, die habe ich irgendwie nicht. Wo kriege ich die her? Ja, die hast du im Beutel. Die hast du, musst du anlegen einfach nur. Alter. So, Zwiebelfeld. Handwerksfenster, Bauer. Gemüse, Zwiebelfeld. Ja, also Bauer werde ich jetzt nicht weiter vollführen, weil Bauer ohne Koch bringt nicht viel. Weil da kann man zwar Sachen anbauen, aber sie nicht verkochen und verwenden. Also lasse ich das einfach so stehen und gehe einfach nur auf Förster und Drechsler. Weil Förster braucht, um das Holz herzustellen, das man beim Drechsler dann verwenden kann für Waffen. So, Feldfrüchte aufspüren aktivieren. Entnehmt einer Werkbank eine Zwiebel, so ein Zutaten. Okay, da ist die Werkbank. Nein, nicht der Typ da. Werkbank und Bauer Zwiebel. Dum dum dum. Und wir haben eine Zwiebel. Juhu. Was wir damit ein anfangen? Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Keine Ahnung. So. Ich habe irgendwie ein Problem. Warum? Ich habe dieses leichte Leder, aber ich brauche zwei davon. Nur eins. Ich habe zwei leichte Felle, daraus kannst du ein Leder machen. Soll ich dir die geben? Ja, gib mal kurz her. Okay. Okay, ich habe das wirklich noch nie gemacht. Irgendwie. Echt? Nein. Ah, da bist du. Da einfach jetzt sicherer Handel starten. Und warte, da. Eins. Und brauchst du vier Zwiebel? Nein. Doch. Ja, brauchst du ein Kupfer? Na sicher. Hast du gekriegt? Ich habe erst 160 Silber. Ja. Gut, dann können wir da noch mit dem reden. Der gibt uns dann so Übung, macht den Meister. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Sehr sinnvoller Auftrag, einfach annehmen. Beenden. Hallo. Ja, das war's. Und dafür bekommen wir jetzt drei solche Zutatenbündel. Und mit den Bündeln können wir einfach dreimal Sachen herstellen, ohne dass wir die Zutaten dafür brauchen. Deshalb verwende ich die einfach mal für einen Ebereschenwurfspeer. Na, Drechslerwerkzeug, so. Nee, also. Hm? Ich brauche leichte Lederfetzen, wie kann ich die machen? Das muss irgendwo da stehen. Man muss da mal durchlesen alles. Ich weiß auch nicht genau. Okay, brauchst du einen Ebereschen-Speer mit 11 bis 19 Schaden allgemein? Speer? Mhm, Nahkampf. Ja, brauche ich. Und Wurfspeer mit 17 bis 28? Ja, doch. Okay, dann mache ich mir eine Keule. Ja, ich kann eine Keule nehmen. Fertigen. Kann auch solche Rezepte finden, damit kann man eben spezielle Sachen fabrizieren. Dafür braucht man auch spezielle Zutaten und so. Und da kann man auch Musikinstrumente für Bardien so machen, die haben dann halt Bonuseffekte und sowas. Und das wird man noch sehen. Später kann man dann auch legendäre Waffen bauen. Die sind ziemlich kompliziert herzustellen, dafür auch verdammt gut, aber
Dazu irgendwann später mal. Jetzt lege ich die Keule an. Binden. Und passt. Das Schwert braucht eh keiner mehr. Ich glaube, ich werde da jetzt aggro. Weil irgendwas... Irgendwas habe ich falsch gemacht, hundertprozentig. Kann sein. Es muss so sein. Förster, nein, brauche ich nichts mehr. So, ich wäre eigentlich soweit fertig hier. Ich mache das dann nachher einfach, okay? Okay, passt. Offscreen. So, ja, komm her. Egal. Ich habe da noch zwei Sachen für dich. Eins. Na, was? Oh! An Konto gebunden. Was soll denn der Mist? Ja, dann kriegst du nichts. Nein. Ach so, wenn man die Sachen im Zutatenbündel herstellt, dann kann man sie nicht verschenken. Gut, dann muss man noch warten, bis ich dir was machen kann. Ja, so ein Mist halt. Okay, dann aktiviere ich einfach mal das. Und auf der Karte werden uns dann immer mit so blauen Pfeilen angezeigt, wo Holz rumliegt. Und wenn ich das abbaue, kriege ich halt Holzbretter. Das Ding kann ich dann die Sachen bauen. Gut, der Auftrag ist, spreche mit Dora Brownlock. Jetzt habe ich die Karte geöffnet. So. wo ist denn die? Oh. Hä? Da hinten? Wo? Irgendwo in Hoppingen. Warte, ich tue mal andere Sachen rein. Post für Wegscheid. So. Ja, es gibt nur noch den Auftrag mit der Post hier. Dann machen wir das mal. Ja. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht gesehen werden, gell? Ja, von den neugierigen Hobbits, gell? Mhm. Genau. Du bist der neugierige Hobbit. Okay, dann nehme ich die Tasche und lauf. Lauf! Lauf! Ach ja, mir ist gerade eingefallen, ich habe vergessen, einen Timer zu stellen. Yay! Wir haben jetzt 15 Minuten. Okay. Immerhin denkt einer mit. Oder auch nicht. Das ist die Frage. Ich habe eigentlich keine Ahnung. Ja, wurscht, ist ja egal. Nein! Da ist so ein Typ. Hat dich einer gesehen? Nein, du bist durch den durchgelaufen. Oh. Oh, da hinten sehe ich Ebereschenzweig. Ah, da kann ich jetzt leider nicht hin. Erst die Tasche zurückbringen. Und dann laufen wir einfach. Und da hinten ist auch nochmal Holz und ein Gegner. Ja. Ich weiß nicht, was ich von den Aufträgen halten soll, also. Ja, das ist irgendwie komisch. Am Anfang ist immer so. Ja, das stimmt auch. Egal, wo du hingehst. Aber in... Wenn du in Achet weitermachst, ist es ja noch schlimmer. Ja, das ist sonst so, das kannst du. Da muss man noch mehr laufen. Oh! Ups! Ach nein, oder? Hoppla! Der neugierige Hobbit hat uns gesehen. Joa. Ja. Ich würde sagen, wir lassen den Auftrag einfach aus. Ist ja nicht so wichtig. Wir sind eh schon ziemlich overleveled, also die Aufträge sind für Level 5, also. Wir machen was bitte anderes. Wartet eine Minute. Ja, das brauchen wir eh nicht mehr. So, Dora Brownlock. Bitte lasst mich mit meinem Kummer allein. So. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Rettet Doras Hühner. Wir wollten natürlich nur zeigen, wie das ausschaut, wenn der einen erwischt, nicht? Ja, ja, sicher. So, ist klar, ne? Ja, sonst ist ja fad, wenn man nicht sieht, was vom Spiel. Also, das zu schaffen wäre ja langweilig. Sicher, das schaffen nur die, was ganz langweilig sind, aber wirklich. Ja, weil wir wollen ja nicht overpowered sein und zu viel EP haben. Ja, wir sind viel zu gut dafür. Ja, ja, ist klar. Das ist... Ah, da vorne ist ein Ast. Juhu. Ich hab Asthma. Der war nicht gut. Ja. Gut, Ebereschenzweig. Was? Ich hab irgendwie ein Miauen gerade gehört. Ich weiß auch nicht, wie das zustande kommt. Im Spiel oder? Ja, im Spiel. Also vielleicht der Fuchs, den ich umgebracht habe. Du tötest Füchse? Nein, ich hab's nur versucht. Und mir kommt irgendwie gerade vor, dass die Spielmusik ein bisschen zu laut ist.
Entschuldigung, aber... Ich wollte nicht töten, er ist mir in den Speer hineingelaufen. Sicher, das war schon besser. Ich habe den Wurfspeer geworfen und er ist reingelaufen. Mhm, glaube ich auch. Ich kann nichts dafür. So, da ist ein Huhn. Ja, ich bin überhaupt nicht overpowered. Nee. 1 von 3. Da kann man auch EP farmen ziemlich gut. Was? Weg und... Ach ja, ich muss ja warten, bis es wiederkommt. Was, echt? Ja. Lame. Aber es kommt eh sofort wieder. Okay, dann. Ja, die von den Gegnern erwartet man jetzt nicht so viel. Gegenwehr. Ich schon. Ja, du. Du bist ja auch Tank, du kannst gar nichts krepieren. So. Ist hier noch ein Auftrag? No. Dann laufen wir einfach zurück. Schau, der Grofo steht da vorne. Ah, noch ein Wolf. Warum nicht mitnehmen? Jetzt kommt das Huhn wieder nicht. Das gibt's nicht. Grofo, Wächter, Level 7. Was? Ah ja, der ist gerade aufgestiegen. Mhm. So, haben wir eigentlich schon neue Eigenschaftspunkte? Yay, lag. Ach, da ist, sind mehr als ein Huhn. Nö, keiner. Als drei, meine ich jetzt. Ja, ein... Ja, aber es sind mehr, weil... Ich habe gewartet, bis es wieder kommt, was du genommen hast. Das ist das Buch der Taten. Da gibt es solche Spezialaufträge, zum Beispiel... füllt Aufträge, 15. Und für die bekommt man eben solche Turbinepunkte. Die kann man dann im Shop ausgeben gegen Auftragsgebiete und Zierwerk und allen möglichen Krams. Und bei man bekommt dann halt auch solche, ja, halt Eigenschaften, zum Beispiel Mitgefühl, das verbessert physische Schadensreduzierung und so. Und dann gibt es halt alle möglichen Sachen und das kann man dann unter Eigenschaften, da kann man das dann ausrüsten, später mal. Aber das werdet ihr noch alles sehen. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Rate mal, was der nächste Auftrag ist. Na, sag's nicht, ich schau mal. Ich muss selbst schauen. Das ergibt gerade so viel Sinn, das ist unglaublich. Ja, toll. Rumgerennen, sinnloses. Wieso kriegen wir den erst jetzt? Ja, weil wir den anderen beendet haben müssen dafür. Macht voll Sinn. Ja. Yep. Und wie? Ich laufe sinnlos eine Straße entlang und habe noch kein Pferd. Irgendwie brauchen wir ein Pferd, ja. Ja, sonst sind wir viel zu langsam. Aber irgendwie kann man es noch nicht kaufen, die Reitfertigkeit. Warte, ich schau kurz. Ich tue automatisch Rennen einstellen. So. Hast du dieses komische Teil da auch, was ich da hab? Hm, welches? Schriftstück der besonderen Reise. Für eine Stunde. Ja, aber... Ja, das braucht man nicht wirklich am Anfang. Ja. Man kann halt alle Reiserouten gratis machen, ne? Oder? Reitfertigkeit. Ja, weißt du was? Ich kauf's einfach. Ja. Ist ja wurscht. Zahlenstiche bestellen. Wo kaufst du denn? Im Shop. Was? So. Und jetzt? Verwenden. Reitfertigkeit. Ja. Yep. Brauchst halt 95 Punkte. Oh mein Gott. So, dann unter Fertigkeiten. Da. Reittiere. Ostemmenetross. Und Ross der Hammerhand, ich finde das Ross der Hammerhand besser. Ich sortiere mal die Leiste da unten so. Und unser erstes Pferd. Da ist das, sind die Lebenspunkte vom Pferd. Und so sieht's aus. Also das beste Pferd für mich. Oh mein Gott. Und damit sind wir auch deutlich schneller. Und da gibt's dann auch wo habe ich das Pferd jetzt? Also bei Reittiere, gell? Ja, genau. Da gibt es auch noch solche Sachen wie die Schrift für allen möglichen Krams. Das gibt es dann halt auch für Verschnellerung fürs Pferd um 20%. Und wo ist das? Das kann man auch beim Hobbit geschenkt kriegen, also ganz... Wo ist das mit den Reittieren?
Unter Charakterfenster, Fertigkeiten. Ach ja, genau. Reittiere. Das wäre jetzt eine Fertigkeit. Vom Pferd aus kann man nicht kämpfen, noch nicht, erst ab Level 75. Es ist noch ein Weg bis dorthin. Aber ich habe es nicht freigeschalten, obwohl ich es gekauft habe. Ja, du brauchst erst einmal ein Pferd. Nein, oder? Du hast ja die Pferde. Ich muss ja ein Pferd kaufen. Ja. Das kostet 20 Gold, gell? Toll. Ja, das ist toll. Ja, das machen wir dann irgendwann anders mal. Da komme ich weit mit 133 Silber. Ich kann ja von meinem anderen Char was geben. Einfach nur mit schneller geht. Ja, aber der hat ja auch nichts. Oder? Ja. Wen meinst du jetzt? Ach, egal. Balimag? Ja, genau. Okay, wie schaut's aus mit der Zeit? 25 Minuten fast. Ja, okay, dann würde ich sagen, beenden wir den Part hier, oder? Ja, kannst du. Wo bist du denn eigentlich hingelaufen? Hier. Okay, dann beenden wir den Part hier bei diesem schönen Stein. Und ich sage einmal Adieu.